Herzlich willkommen zu diesem Video. Ausnahmsweise geht es nicht ums römische Recht und um die Rechtsgeschichte, sondern um die lateinische Sprache. Die ist ja allerdings für alle, die sich mit Rechtsgeschichte beschäftigen, sehr wichtig. Deswegen interessiert es vielleicht den einen oder anderen. Primär ist das Video als Erklärung für jemanden gedacht, dem nicht so richtig einleuchten will, warum man im Lateinischen so viele Formen lernen muss und wozu diese Formen gut sind. Bevor wir anfangen, der Hinweis, hier werden mehrere Bilder verwendet, die ich neu kombiniert habe, die aus Mosaiken aus der römischen Zeit und aus der mittelalterlichen Zeit stammen. Diese Mosaiken sind zusammengesetzt aus Bildern, Fotografien, die unter Creative Commons Lizenzen stehen, wo die Originale zu finden sind, wer die Urheber sind und unter welchen Bedingungen die Originalbilder und auch das, was ich daraus gemacht habe, weiterverwendet werden dürfen, kann man unter diesen Links finden. Die finden sich auch nochmal in der Videobeschreibung. Ich habe also zwei Tierbilder genommen, weil ich dachte, dass Cat-Content und Dog-Content immer gut ankommt. Wir haben hier also eine niedliche Katze, lateinisch Felis, und einen nicht minder niedlichen Hund, lateinisch Canis. Hunde und Katzen vertragen sich nun nicht immer so gut miteinander und deswegen kann es leicht vorkommen, dass der Hund die Katze beißt. Auf Lateinisch sagt man dann Canis felem mordet. Canis der Hund, Felis die Katze, mordere beißen. Schauen wir uns diesen Satz Canis felem mordet ein bisschen näher an. Und wir fragen uns, woran wir eigentlich erkennen, wer hier wen beißt. Vor allem auch dann, wenn kein Bild dabei ist, das uns zeigt, dass hier der Hund die Katze beißt. Woran erkennen wir, dass hier der Hund beißt und die Katze gebissen wird? Ganz einfach, wir sehen das an der Endung. Es steht ja hier nicht Felis, die Katze, sondern Felem. Und diese Endung, das M vor allem, das häufig für den Akkusativ steht, zeigen uns, Felis, die Katze, steht im Akkusativ, sie ist also das Objekt. Canis, der Hund, steht im Nominativ, er ist also das Subjekt. Der Hund beißt, die Katze wird gebissen. Und weil wir das an der Endung von Felis sehen können, spielt die Reihenfolge, in der die Wörter gestellt sind, keine Rolle. Wir können den Satz also auch umstellen. Felem Canis mordet bedeutet immer noch, der Hund beißt die Katze. Der Sinn hat sich also nicht verändert. Wir sehen immer noch an der Endung Felem, wer hier gebissen wird und wer beißt. Das würde so im Englischen nicht funktionieren. Das Englische kennt eine solche Veränderung der Substantive nicht mehr. Dog und Cat verändern sich hier nicht. Deswegen zeigt die Wortanstellung an, wer beißt und wer gebissen wird. The dog bites the cat bedeutet etwas anderes als the cat bites the dog. Kleine Kontrollfrage. Wer gut zugehört hat bis hierher, der kann auch diesen Satz leicht übersetzen. Felis canem mordet. Das bedeutet natürlich, dass jetzt Canis, der Hund, zum Objekt geworden ist. Das heißt, jetzt beißt die Katze den Hund. Felis canem mordet. Diese Veränderung der Form ist also recht hilfreich. Allerdings muss man eine ganze Menge Formen lernen von den verschiedenen Wörtern. Das wäre nun sehr schwierig, wenn man nicht mit ein paar einfachen Regeln die Zahl der Wörter und Endungen, die man sich merken muss, sehr reduzieren kann. Man lernt am besten immer gleich mit jeder Vokabel den Genitiv mit, also im Fall von Felis, die Katze, den Genitiv Felis. Denn an diesem Genitiv kann man zweierlei sehen. Man sieht zum einen die Endung des Genitivs und weiß damit, welcher Deklination das Wort angehört, nämlich der gemischten oder konsonantischen Deklination, nur in dieser lautet die Endung is. Und zugleich wissen wir, weil wir sehen können, dass hier im Genitiv die Endung is verwendet wird, auch was der Stamm ist, in diesem Fall fehl. Und wenn wir den Stamm kennen und die Deklination, dann brauchen wir nur noch die passenden Endungen für diese Deklination wissen. Und wir können alle Formen selber bilden, indem wir an den Stamm fehl die verschiedenen Änderungen anhängen. Also felis Genitiv, feli der Katze Dativ, felem die Katze Akkusativ, fehle mit der Katze, durch die Katze, Ablativ, und der Vokativ ist gleich dem Nominativ Felis. Und im Plural heißt es deswegen auch Felis, die Katzen, Felium,
der Katzen, Felibus, den Katzen, Felis, die Katzen, Felibus mit und durch die Katzen und Felis, Katzen. Und wenn wir dieses Schema einmal verstanden haben, dann funktioniert das genauso mit anderen Worten, zum Beispiel mit Canis, der Hund. Auch hier haben wir ein Wort der konsonantischen Deklination. Das erkennt man daran, dass der Genitiv ebenfalls Canis heißt. Und daraus erfahren wir, Canis ist hier in diesem Genitiv. Is ist die Endung für den Genitiv und Can ist also der Stamm. Also müssen wir an Can die verschiedenen Endungen anhängen. Cani, dem Hund, Canem, den Hund, Canem, mit und durch den Hund, Canis, Hund, Canis, Hunde, Canum, der Hunde, Canibus, den Hunden, Canis, die Hunde, Canibus, mit und durch Hunde und Canis, Hunde. Und dasselbe funktioniert nicht nur mit Tieren, sondern auch mit dem Menschen, Homo. Hier erfahren wir, wenn wir den Genitiv uns dazu merken, dass der Stamm homin heißt und dass auch das ein Wort der konsonantischen Deklination ist. Hominis, homini, hominem, homine, homo, homines, hominum, hominibus, homines, hominibus, homines. Da vereinfacht sich die Sache also ziemlich. Die Endungen müssen wir uns merken und wir müssen uns merken, welche Deklinationen es gibt. Und wenn wir dann die Genitive zu jeder Vokabel uns merken, können wir in der Regel die Deklination bestimmen und damit brauchen wir uns weitere Formen dann nicht mehr für jedes einzelne Wort zu merken. Ganz kurz heißt das also, man muss leider die lateinischen Formen der verschiedenen Fälle Casus lernen, damit man eben weiß, ob der Hund die Katze weiß, so wie hier, oder umgekehrt die Katze den Hund. Schönen Dank. Wenn das Video etwas Anklang findet, gibt es vielleicht gelegentlich mal ein weiteres Video zu Fragen der lateinischen Grammatik. Alles Gute.